an die Lililess. Ich stecke seit Corona in einem ganz tiefen schwarzen Loch, aus dem ich nicht rauskomme. Ich bin ständig negativ drauf und ich habe mich angefangen, schlecht zu ernähren und schaffe es einfach nicht, da rauszukommen. Vor allem zugenommen habe ich auch noch, was mich auch sehr zu schaffen macht. Also seit der Corona-Zeit haben so viele zugenommen, ich auch. Ich habe auch ein paar Kilos jetzt drauf. Es ist schleichend gekommen. Ich denke, war auch wirklich eine Zeit, die war für viele nicht einfach. Viele Veränderungen und unsere Nervensysteme waren komplett dysreguliert, weil wir ständig in der Angst waren, was kommt als nächstes, was kommt als nächstes. Und es ist ja unbewusst. Es ist ja nicht so, dass ich rumlaufe und sage, was kommt als nächstes, sondern im Unterbewusstsein. Ich meine, ich weiß noch 2020, als es kam, im April oder so fing das ja an, richtig, oder im März, April, Mai. Ich konnte nicht mehr normal einkaufen gehen. Also bei uns der Rewe, da war eine Schlange. Ich habe draußen eine halbe Stunde gewartet. Ja, es war ja eigentlich gerade warm. Mehr als eine halbe Stunde manchmal, um ein Brot zu holen oder Bananen oder Zwiebeln oder so. Und das macht was mit unserem Unterbewusstsein. Und natürlich essen wir dann wahrscheinlich unterbewusst mehr. Andere lenken sich anders ab. Und das ist alles wieder, weil wir unsere Emotionen in dem Moment nicht angeschaut haben. Und das ist auch völlig normal. Das ist ja nichts, dass wir was falsch gemacht haben. Jetzt hast du ja gesagt, dass du ziemlich in einem schwarzen Loch feststeckst. Was ich jetzt in deinem Fall tatsächlich machen würde, ist zu überlegen, was würde mir Freude bereiten. Weil, also steck nicht fest in Telegram oder YouTube oder sonst was, wo diese negativen Nachrichten sind. Überlege wirklich, was würde dir Freude bereiten? Bei mir wäre es das Fahrradfahren, bei mir wäre es ein Spaziergang. Das sind so Sachen, die machen mir Freude und die bringen einen dann immer mehr raus. Weil es gibt dann diese Räume, diese dunklen Räume in deinem Inneren von negativen Gefühlen. Und wenn du dich da die ganze Zeit aufhältst, das zieht natürlich runter ohne Ende. Und wenn wir ja, wie gesagt, in diesen dunklen Räumen von den dunklen Gedanken sind, dann sind wir nicht im Hier und Jetzt. Dann sind wir wirklich entweder in der Zukunft oder Vergangenheit, erinnern uns an schreckliche Tage, denen uns vielleicht schlecht ging. Umso mehr wir präsent werden in dem Moment, und ich weiß, ihr kennt das alle und es nervt dann auch immer, aber da darf ich mich auch immer wieder dran erinnern, wenn es mir nicht so gut geht, in den Moment zu kommen, weil es geht mir nur dann nicht gut, wenn ich in der Zukunft bin oder in der Vergangenheit bin oder in irgendwelchen Gedanken, die mir nicht gut tun. Das ist ja alles Kopf, was der Kopf mit uns macht. Habt ihr mal ein depressives Zebra gesehen oder eine depressive Hirschkuh oder Katze oder so? Ich meine, Katzen sind Haustiere, die können, tatsächlich können Haustiere auch depressiv werden. Das finde ich so spannend, wenn sie mit depressiven Familienmitgliedern zu tun haben. Aber gehen wir mal in die Wildnis. Depressiven Löwen gesehen? Nein, weil die nicht damit gesegnet sind wie wir, auf ihre Gedanken zu hören. Die haben einfach nur ihre Triebe, darauf hören sie, ansonsten sind sie nur im Jetzt. Die haben keine negativen Gedanken. Stirbt da ein Babylöwe, dann ist die Mutter vielleicht kurz traurig, aber am nächsten Tag siehst du sie völlig normal. Das ist halt bei uns komplett anders, weil wir, und das können wir halt nutzen. Wir können uns mit unseren Gedanken beschäftigen. Entweder können die uns zerstören oder sie können uns aufbauen. Und du entscheidest, in welche Richtung es geht. Ich würde sagen, aus meiner Sicht, bilde dich weiter. Ich mache bestimmt noch, bilde dich weiter. Also bilde dich weiter in Bezug auf deine Gedanken, auf deine Psyche. Umso mehr du weißt, desto mehr kannst du dich aus solchen Räumen rausholen. Genauso wie mit Übergewicht und Training und Ernährung. Umso mehr du dich damit beschäftigst, desto gesünder ernährst du dich, desto mehr machst du Sport. Ich werde die nächsten Wochen auf jeden Fall nochmal Bücher vorstellen. Und wenn du dich damit beschäftigst, kann es ganz, ganz viel ausmachen. Genau. So, nächste Frage. Naja, das mit dem Übergewicht, weil du sagst, es macht dir sehr zu schaffen. Ich kenne das auch bei mir. Wir wollen ja alle immer perfekt aussehen. Also mir macht es sehr zu schaffen mit meinen Armen. Ne? Die waren immer sehr definiert gewesen und jetzt sind die, ich will das Wort gar nicht sagen, aber die sehen schon dicker aus, ja. Es ist normal, es ist bei mir im Rahmen. Ich weiß, es kommen jetzt vielleicht Kommentare, ja, und betreibt nicht. Aber es ist etwas, wo ich sage, ich trainiere 3 bis 4 Mal die Woche. Warum ist es so? Ich ernähre mich doch nicht ungesund. Warum ist es so? Es hat sich bei mir einfach schleichend eingenistet, das ein bisschen mehr zunehmen. Und ja, ich bin von Größe 34 jetzt auf 36. Das sind Luxusprobleme, gell? Luxusprobleme. Ich weiß aber, ich merke auch, dass es mir hier hin und wieder zu schaffen macht. Also ich kann da nicht lügen und sagen, ich bin da voll positiv. Ich arbeite daran, mich zu lieben, so wie ich bin. Merke aber auch, dass ich manchmal Rückfälle habe, wo ich unzufrieden bin und sage, mein Gott, warum hast du so zugenommen? Du kennst dich doch aus mit Ernährung und Fitness. Ja, und dann kommt der andere Gedanke, ja, ich trainiere doch auch immer die ganze Zeit. Und ich achte doch auch auf meine Ernährung. Aber trotzdem.
Ja? Ja, aber dann ist doch bestimmt was anderes da. Das sind Emotionen, die du unterdrückst. Also ich gucke, dass ich mich dann manchmal wirklich selbst erniedrige und fertig mache. Aber dass wir da gemeinsam als Frauen, ich glaube, Männer haben da weniger Probleme, denke ich weiß es nicht, dass wir uns wirklich dafür wertschätzen, weil die Werbung, und ich sehe das auch bei mir, wenn ich da irgendwie tolle Frauen sehe auf Instagram, die richtig schöne Kleidung haben, merke ich schon, dass ich denke, ja, da passt du jetzt bestimmt nicht mehr rein, Samar. Das hat so einen großen Einfluss auf uns, dieses Vergleichen. Und jeder von uns ist so einzigartig. Jede Person von uns ist so, egal wie viel sie wiegt, egal wie sie aussieht, weil dich gibt es nur einmal. Man kann dich nicht zweimal, auch selbst wenn du Zwillinge hast, man kann dich nicht zweimal machen. Mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen, mit deinen Erfahrungen. Das geht nicht. Wir sind so kostbare, nicht Diamanten und Schätze, wir sind so viel mehr. Und danach ärgern wir uns, wenn wir ein paar Kilos zu viel haben oder nicht so aussehen, wie es die Masse haben möchte. Und darauf zurückzukommen, zu erkennen, wer wir sind. Wir sind verkleidet. Ja, ich bin ja nicht dieser Körper. Ich bin dankbar, dass ich diesen Körper hier nutzen darf und ihn irgendwann wieder der Erde zurückgeben darf. Aber da ist doch so viel mehr. Ich bin viel größer als dieser Körper. Viel schöner. Der Körper ist auch schön. Aber was ganz Besonderes, was ganz Großartiges. Und dieser Körper ist einfach nur eine Verkleidung, die ich mir ausgeliehen habe. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung machen darf. Okay, bevor ich jetzt hier zu viel laber.